Oh nee, ne? Hallo, Schatz. Hast du mal gesehen, wie es hier aussieht? Ich weiß jetzt nicht, was du für ein Theater machst. Ich finde das nicht schlimm. Ich hätte das nachher schon weggeräumt. Hättest du auch gleich machen können, ne? Ich finde, das sieht ganz furchtbar hier aus. Und was machst du jetzt eigentlich schon wieder hier? Ich bin gerade am Zocken gerade. Neues Spiel. Kannst du mir auch einfach mal zuhören? Wieder nehmen? Nee, kann ich jetzt nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Von welchem Geld hast du denn das Spiel bezahlt? Na, von unserer Kohle. Ach so, von unserem? Ja. Ist das dein Ernst? Guck mal, 50 Euro sind noch übrig. Das andere Geld war für die Waschmaschine gedacht. Musst du eben noch mal ein bisschen länger sparen oder dir einen zweiten Job suchen? Mach doch mal nicht so einen Hillen draus. Und ich darf jetzt wieder die Wäsche alleine zum Waschsalon buckeln, weil der Herr ja auch hier im Haushalt nicht hilft und lieber auf der Couch sitzt wie so ein Pascha. Ich bin einfach mal ein bisschen entspannter als du. Nee, du könntest dir auch einfach mal einen Job suchen. Du glaub mir mal, weißt du was? Für 1-2 stehe ich im Monat bestimmt nicht auf. Entweder 2.500 Euro auf mein Konto. Ja, aber ich lasse mich hier nicht von irgendwelchen Chefs, die sich die Taschen vollstecken, zum Deppen machen. Das heißt also, ich bin ein Depp, weil ich für 1-2 arbeiten gehe, ja? Das habe ich nicht gesagt. Also der Depp zahlt die Miete für dich, ja? Dein Essen, dein Bier und deine Computerspiele, ja? Schätze, war das jetzt auch wieder nicht gemeint? Komm mal her, bitte. Doch, komm mal bitte her. Nein, wirklich nicht. Es reicht mir jetzt. Ich möchte keinen Kuss mehr. Ich möchte auch keine Umarmung. Und ich möchte auch ab jetzt keinen Sex mehr haben. Nee, das ist jetzt echt nicht dein Ernst. Wirklich, wa? Ist mein Ernst? Nee. Und ich gehe jetzt zu meiner Mutter für ein paar Stunden. Und in dieser Zeit kannst du hier aufräumen. Wenn ich wiederkomme, ist hier alles ordentlich. Schauen wir mal. Tschüss. Tschüss. Wenn Ronja den Großteil des Geldes nach Hause bringt, während Rainer nichts zu tun hat, dann ist es völlig in Ordnung von ihr, von ihm zu erwarten, dass er sich um den Haushalt kümmert. Einen gesetzlichen Anspruch hat sie darauf aber leider nicht. Das stimmt. Und eine Ehe beruht schließlich auf gegenseitigem Respekt. Aber den scheinen die beiden nicht voreinander zu haben. Außerdem ist es eh schon schwierig, wenn nur einer von beiden das Geld verdient. I've been pushing away everybody I love. Oh, meine Süße, ne? Ich bin so wütend, Mutti. Da komme ich nach einer langen Schicht völlig erledigt nach Hause. Und was macht Rainer? Ich bin am Zocken gerade. Neues Spiel. Rainer sitzt auf dem Sofa und zockt mal wieder. Ja? Irgend so ein neues Computerspiel. Und die Wohnung sieht aus wie, wie ein Saustall. Und weißt du, was die Krönung ist? Er hat das Geld, was ich eigentlich für die Waschmaschine nehmen wollte, einfach aus meiner Spardose genommen und es für ein neues Spiel ausgegeben. Jetzt bin ich wieder der Depp, der mit der Wäsche in den Waschsalon laufen darf. Ja, da erzählst du mir ja nichts Neues, ja? Ich meine, das geht seit Jahr und Tag so. Du rackerst dich ab und er kriegt seinen Arsch nicht hoch. Aber du bist ja selbst schuld. Du sagst ja noch nicht mal was. Du lässt dir ja alles gefallen. Ich gebe dir nur einen Rat, lass dich endlich von diesem Schmarotzer scheiden. Ja, ich hoffe, du auch. Sag mal, was hast du heute an? Oh, es war mir so heiß nach dem Duschen. Ich habe mir nur ein Handtuch umgebunden. Und er fährt schon auch. Und, Du, mir ist auch schon ganz heiß. Du hast mich schon ganz wuschig gemacht. Sag mal eine andere Frage. Wie heißt du eigentlich? Oh, du kannst mich so nennen, wie du willst. Oh, Diana, ja? Ja. Gefällt dir das? Ja. Ja? Klar. Geil. Das ist wohl Rainers Antwort auf Ronjas Sanktion. Aber auch das ist ein Treuebruch. Ihm würde es sicher nicht gefallen, wenn Ronja das Gleiche tun würde. Ganz bestimmt nicht. Und ganz abgesehen davon kosten solche Hotlines eine Menge Geld. 2 Euro pro Minute, mindestens in vielen Fällen auch noch mehr. Wahrscheinlich zahlt Ronja auch die Telefonrechnung, sodass sie auch dieses zweifelhafte Vergnügen von Rainer finanziert. Ja, weißt du, Mutti, nur weil du dich hast zweimal scheiden lassen, muss ich das nicht genauso machen, ehrlich. Also jetzt hör mal zu, mein liebes Fräulein, ja? Das kannst du überhaupt nicht miteinander vergleichen, ja? Meine Männer, die hatten wenigstens Geld. Und nach den Scheidungen konnte ich mir hier die Gärtnerei leisten und die Wohnung nebenan. Ja, ist ja schön für dich. Aber weißt du, ich will um meine Liebe kämpfen, weil Rainer ist meine große Liebe. Ja, eine tolle Vorstellung von Liebe hast du da auch, ja? Wo der eine alles gibt und der andere alles nimmt. So, kommst du noch mit hoch? Lass Wein trinken? Nein, ich werde meinen Mann nicht einfach so abschieben wie du meinen Vater. Ich gehe jetzt nach Hause. Eine Scheidung ist immer ein drastischer Schritt und sollte wirklich gut überlegt sein.
Wenn Ronja ihren Mann noch liebt, wäre es gut, um die Ehe zu kämpfen. Und eine Paartherapie wäre wirklich hilfreich. Never could have been thinking I would know what the future bring. All the highs and lows. Said I'm gonna win, though the world might spin. Now I'm sitting here like I'm no one. Na, Baby, hast du die Brötchen und den Rest vom Einkaufen gekriegt? Meine EC-Karte ist gesperrt. Weißt du, wie peinlich das war? Ich musste alles da lassen. Und jetzt? Ist das mein Problem? Jetzt können wir gucken, was wir noch da haben. Tja, Knäckebrot und Butter. Das ist ja nicht dein Ernst, wa? Also, das fressen kein Nickel, aber nicht ich. Weißt du, was die Bank meinte? Es könnte an der Telefonrechnung liegen. Ja, nun? Ja, jetzt werde ich mal nachgucken. Du, mir ist auch schon ganz heiß. Du hast mich schon ganz wuschig gemacht. Ich denke, die wollen uns da abzocken, hat das Gefühl. €603 und da ist ziemlich oft die gleiche Hotline-Nummer. Ist ja komisch, ne? Da werde ich jetzt mal anrufen. Mach, was du nicht sein lassen kannst. Bist du schon wieder bereit für mich? Bäh, du Schwein! Was soll denn das? Das ist eine Sex-Hotline? Ist das gerade dein Ernst? Ja, wenn du mich nicht ranlässt, hast du doch selber Schuld, oder was? Nein, wirklich nicht. Es reicht mir jetzt. Ich möchte keinen Kuss mehr, ich möchte auch keine Umarmung und ich möchte auch ab jetzt keinen Sex mehr haben. Ja? Krass. Sag mal, von meinem hart verdienten Geld vertelefonierst du das einfach so an andere Frauen? Na nun, selber schuld. Vielen Dank auch. Bin auch nur Mann und hab Bedürfnisse. Ich gehe jetzt zur Arbeit und du wartest hier, bis ich wiederkomme. Und ich warne dich. Wehe, du rufst da noch mal an. Mann, Baby, du bist echt so süß, wenn du dich aufregst. Tschüss. Tschüss. Der Telefonanschluss läuft allein auf Ronja und damit haftet sie auch allein für den Ausgleich der Telefonrechnung. Auf die Frage, wer die Telefonkosten tatsächlich verursacht hat, kommt es dabei überhaupt nicht an. Ja, Rainer übernimmt keinerlei Verantwortung in der Beziehung, weder finanziell noch emotional. Er behandelt Ronja ohne jeden Respekt. Sie sollte sich wirklich wehren. So, warum wird's nicht? Was ist mit dir los? Du bist ja voll zickig. Ich bin stinksauer. Ich habe mich mit Rainer total gestritten. Ich habe erfahren, dass meine EC-Karte gesperrt ist, dass wir eine hohe Telefonrechnung hatten. €603 und da ist ziemlich oft die gleiche Hotline-Nummer. Ist ja komisch, ne? Denk, die wollen uns da abzocken, eigentlich. Wir von €600, wo er bei Sex-Hotlines angerufen hat. Und das alles nur, weil ich ihn mal 10 Tage auf dem Trocknen hab sitzen lassen. Entschuldige mal. Tja, so sind die meisten Männer eben nur hormongesteuert. Er macht nichts im Haushalt, hält sich nicht an seine Aufgaben. Du verwöhnst ihn viel zu sehr. Bei mir würde sich das kein Mann erlauben. Dem würde ich was erzählen. Du redest schon wie meine Mutter, weißt du? Ganz ehrlich, Männer muss man sich erziehen, meine Liebe. Zuckerbrot und Peitsche, wenn du verstehst, was ich meine. Was soll denn der Scheiß jetzt? Ich bin mit 600 in den Miesen. Ich bin völlig pleite. Sag mal, meinst du, der Chef könnte mir vielleicht einen Gehaltsvorschuss geben? Klar, bist bestimmt nicht die Erste. Probier's einfach. Auf jeden Fall. Ganz ehrlich, mit deinem Rainer musst du dir echt was überlegen. Der tanzt dir so auf der Nase rum. Es geht ja gar nicht. Ja, ich bin auch total verzweifelt. Wie wär's? Wollen wir nachher einfach mal einen Kaffee trinken gehen und dann überlegen, was wir machen können? Du, ist lieb gemeint, aber ich habe kein Geld, wirklich nicht. Und mir ist auch echt nicht danach gerade. Okay. Ja. Ein Gehaltsvorschuss ist nichts anderes als eine freiwillige Geste des Arbeitgebers. Und im Prinzip handelt es sich dabei um ein zinsloses Darlehen, das mit dem nächsten Gehalt zurückgezahlt werden muss. I am not the victim of this love affair. You can make me
Lea, könnte ich Sie mal ganz kurz unter vier Augen sprechen? Wollen Sie auch bitte ganz kurz, ich muss gleich zum Termin. Ja? Kommen Sie bitte mal rum. Es ist mir jetzt etwas unangenehm, aber die letzte Telefonrechnung den Monat war sehr hoch und nun bin ich ein bisschen blank auf dem Konto. Und da wollte ich fragen, ob Sie mir vielleicht einen kleinen Gehaltsvorschuss geben könnten. Rebel Soul Child got a fist ball, I'm a respawn of ancestors and I'm blessed, huh? They are not him, tell him fess up, I get checked up, hella carefree, nothing scares me, hella reckless. Ich hab nur eine halbe Stunde Zeit, Baby, aber ich musste dich unbedingt sehen. Da Ronja ja mit mir keinen Kaffee trinken wollte und den Chef um einen Gehaltsvorschuss bitten wollte. Du warst nämlich ein ganz schön böser Junge. Du hast 6 Hotlines angerufen und das ganze Geld verprasst. Ach, hat sie sich schon wieder ausgeheult bei dir, Jan? Du bist ja so gemein und so faul. Nochmal zum Glück bist du nicht so spießig wie meine Alte. Nee, prüder bin ich ganz bestimmt nicht. Und wenn es dich anmacht, 6 Hotlines anzurufen, können wir das auch durchspielen. Aber bei mir musst du nicht bezahlen. Rainer und Dolores spielen ein falsches Spiel. Beide nutzen Ronja aus. Sie wird also nicht nur von ihrem Mann betrogen, sondern auch von ihrer angeblichen Freundin. 50 Euro würden reichen, dass ich was zu essen kaufen kann. Ronja, Sie wissen, dass ich sowas höchst ungern mache. Können Sie dann nicht bitte eine kleine Ausnahme machen? Ist es wirklich so, dass Sie sich nichts mehr zu essen kaufen können? Ich habe gar nichts mehr. Okay, bevor Sie hungern, ich gebe Ihnen erstmal 50 Euro. Ist das okay? Ja, danke schön. Kleinen Umblick. Mit den 50 Euro wird Ronja nicht weit kommen. Und das Geld fehlt ihr dann natürlich auch bei der nächsten Gehaltsabrechnung. Und sie hat auch noch die 600 Euro Telefonkosten auf der Uhr. Im nächsten Monat wird es richtig eng für sie. Du machst mich ganz heiß, Baby. Ja, bin ich auch. Wenn meine Alte nicht so viel Kohle verdienen würde, hätte ich sie schon lange rausgeschmissen. Hm? Ich verdiene aber genauso viel Geld. Halt mal, vielleicht sollten wir sagen, dass wir eine Affäre haben. Hm? Halte ich für keine gute Idee. Ja. Noch nicht. Ich habe da so eine Idee, wie wir uns auf ihre Kosten so richtig amüsieren können. Unglaublich, wie abgebrüht manche Menschen sind. Meistens haben solche Personen selber in ihrer Lebensgeschichte einige Verletzungen einstecken müssen. Leider ohne etwas dazu zu lernen. Einen Gehaltsvorschuss bekommen? 50 Euro. Naja, immerhin so viel, dass ich mir was zu essen kaufen kann. Ronja, das bringt dir doch gar nichts auf Dauer. Der Rainer tanzt dir weiter auf der Nase rum und ist stinkend faul. Aber was soll ich denn machen? Ich lieb ihn doch, weißt du. Und ich habe ihm die Treue geschworen und in guten wie in schlechten Zeiten bei ihm zu sein. Das sind aber verdammt schlechte Zeiten. Das sollten wir ändern. Du musst ein bisschen härter durchgreifen und da du das nicht kannst... Was meinst du? Was hältst du denn von einem Frauentausch? Mhm. Ich zieh in deine Wohnung zu Rainer. Du ziehst in der Zeit in meine Wohnung ein. Nach nur 3 Tagen unter meiner Fuchtel hast du einen ganz anderen Ehemann, das verspreche ich dir. Mhm. Ob das klappt? Wenn du es nicht versuchst... Bah, du Schwein! Was soll denn das? Das ist eine Sex-Hotline? Ist das gerade dein Ernst? Ja, wenn du mich nicht anlässt, hast du das selber schuld, oder was? Vielen Dank auch. Ich will auch nur mal mit Abbedürfnissen. Also ich meine, der Sexentzug hat ja schon nicht funktioniert und nicht, dass er sauer wird oder ausrastet. Das klappt schon, du wirst schon sehen. 3 Tage und er wird zum perfekten Hausmann. Dann kocht und putzt er dir, dann hilft er dir im Haushalt. Besser kann es doch gar nicht werden, oder? Ja, das klingt schon toll, dann würde er auch mal ein bisschen mehr zu schätzen wissen, was ich tue für ihn alles. Na dann, lass uns das doch einfach probieren. Okay, machen wir. Alles ganz schön, nur so ganz für lau. Tut mir leid. Sollten wir sagen, dass wir eine Affäre haben? Halte ich für keine gute Idee. Noch nicht. Ich habe da so eine Idee, wie wir uns auf ihre Kosten so richtig amüsieren können. Das ist ja auch meine freie Zeit und sowas kann verdammt anstrengend werden. Ich muss den ja richtig erziehen. Also 300 Euro möchte ich für die Tage schon haben. Ist es dir deine Ehe wert? Ich werde das Geld schon irgendwie auftreiben. Das ist mir meine Ehe auf jeden Fall wert. 3 Tage.
Wenn ich es nicht schaffe, in diesen 3 Tagen deinen Mann umzuerziehen, bekommst du das Geld zurück.